In dem nachfolgenden Bericht zeigen wir Ihnen heute Männer, die fremdgehen. Normalerweise sind Männer für die starken und kräftigen Sachen zuständig. Sie ziehen mal schnell einen 40-Tonner durch Neuhofen, sie fällen schnell mal mit der Axt einen Baum. Aber diese Männer gehen fremd. Sie verlassen typische, klassische Männerressorts und wechseln ins Frauenressort über. Und um was es genau geht, das sehen Sie jetzt. Oh, da fehlt noch einer. Also wir haben 1974 haben wir uns gefunden, eher anlässlich eines Kochclubs. Und dann sind wir zusammengeblieben und haben bis heute mit den fast gleicher Besetzung, wir sind in der Regel immer 11 bis 12 Leute, haben wir uns also bis auf den heutigen Tag mit allen möglichen Getränken, Speisen, was zum Essen und Trinken und zum guten Tafeln gehört, beschäftigt und haben eigentlich keine Hemmungen, auch schon anspruchsvolle Dinge zu kredenzen. Und wir machen das eigentlich aus Spaß für uns, in erster kann man Linie, sagen. Genau, haben aber Linie auch schon sehr viele, haben sehr viele Dinge im sozialen Bereich, auch mal für Kirchentage, auch für Kinder-, Jugendfesten gekocht. Natürlich kochen wir auch mal für den Bischof von Speyer, wenn er mal kommt. Und der zur Firmung da ist, im September kommt er wieder und er genießt gern unsere Kochkunst. Und den Leuten macht es Spaß. Und wie man sieht, wir haben jetzt gerade im Moment den zweiten Nachmittag. Und bis auf den heutigen Tag. Hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir also immer noch zusammen sind. Oi. Ja, kannst du noch kurz sagen, was das also ist? Ja, das kann ich dir sagen. Das Ganze ist ein angemachter Ziegenfrischkäse. Du weißt aber, dass fast keiner Pesto drauf machen. Was gewonnen ist dieses Jahr. Pfeffer. Moment, sind wir noch nicht so weit. Das ist Rosé. Seder. Wir haben schon etwas vor. Wir haben schon vorgewurzelt. Es steht schon im. Wo ist das? Also, wir sind jetzt beim Hauptgang angekommen. Entschuldigung. Da haben wir. Was haben wir da vorbereitet? Kalbschnitzel mit Käsebrücke, mit Brunnenkresse Pesto. Und da sind wir gerade dabei, das ein bisschen vorzubereiten. Zu bereiten, etwa 10 Minuten, wenn es auf den Tisch kommt. War sehr fein, schmeckt sehr gut. Bitte? Ein französisches Rezept, ja. Als Amiskel gereicht, mit einem sehr guten Riesling als Getränk dazu. Wer kann da noch helfen? Kommen Sie vorhin noch mal. Dran, der einer was ausgegeben hat, seinen 55-jährigen Geburtstag. Und das war natürlich ein ausgezeichnetes Menü, das er da kreiert hat. Und alle Köche waren da beteiligt und haben das also gekocht. Was ist das? Das sind jetzt Kartoffeln. Ganz normale Kartoffeln, roh angebraten und dann im Backofen überbacken lassen. So bei 150 Grad haben wir die jetzt so eine Dreiviertelstunde im Backofen drin gelassen. Das kriegt eine Parallelstechnische.
Ich wollte dich eigentlich Monsieur Joachim. Wir bräuchten mal einen frischen Aufhänger. Und zwei Stiftel, ja, oder? Kann ich runterlaufen. Das sollte wieder aufhängen können. Wollen Sie doch eine Schieß machen, mal zwei Schreiben. Nein, das ist aber hier geschenkt. Machst du's? Nein. Noch Garnier oder? Und Garnier. Ich habe mit 12 Jahren das erste Mal bei einem Jugendlager, beim Ausfall des Jugendführers, bin ich eingesprungen als Koch für die Mitstreiter damals, mit Freunden. Und seit der Zeit hat mich das nicht mehr losgelassen. Und seit der Zeit kochen wir natürlich auch spätere Zeiten im Kochclub. Und vorher habe ich zum Teil schon mit jungen Jahren zu Hause sonntags mal kochen dürfen. Weil mein Vater hat es besser geschmeckt, wenn ich gekocht habe, wie wenn unser Hausangestellte gekocht haben. Und so hat sich das entwickelt. Und heute raus und zwar nichts mehr. Wir machen also alles, was geht. Und Sie kochen zu Hause auch für Ihre Frau und Kinder? Ihre Familie? Ja, da wurde in meinem Alter ist für die Kinder schwierig, aber ich koche bei besonderen Anlässen. Wenn die Kür zu machen ist, dann koche ich. Die Pflicht macht meine Frau. Hört mich das so gut? Nee, das ist nicht da. Delle mit Pfifferlingen, die werden sonst kalt. Da würde ich empfehlen, Sie können ja nachher weiterfilmen. Erst tun Sie mal was Gutes essen, würde ich vorschlagen. Sonst werden Sie ganz kalt. Schade um die Nudeln, schade um die Pfifferlingen. Ja, prima. So, junger Mann. Mit Pfifferlingen. Ja. Freut sich auf den Pfarrer. Über so ein tolles Essen, da kann man nur danken und loben und genießen. Es ist mit Chili, oder? Ah ja. Ist im Rocker. Ja, schon gut. Ruhig mit Tofu. Also zu der Toilette muss man auch das Zeug trinken, der Symbol. Ja, wir trinken in 99er Spätburgunder Weißwerbstrocke. Kann man nicht meckern. Reichsrat von Buhl. Also das ist eine ordentliche Adresse hier bei uns in der Pfanne. Mach keine Reklame. Für den haben wir Schwerschafe mit dir. Ja, gut. Ist die Flasche mit Streichern mal durch. Kannst du gut haben. Tja, für das, was liest vor. Ich hab keine Ahnung, wie ich nicht mit dem Mann. Also froh, dass das Bild überhaupt da. Du wirst wieder hinsenken. Eine Keppanade und eine ganze Scheiße. Nur ein Puder. Knoblauch, damit sie braun ist. Es gibt nichts Besseres. Sonst nichts dazu. Nicht mal hier in Weißenburg. Aber ich weiß natürlich. Die waren zäh ohne Ende. Ja, aber hey, du machst so. Orgebrot und Nüffkuchen. Nee, die waren erst schlecht. Diese Parteitsche gekommen. Ja. Also, die waren euch vorher. Ein vorher und dann nicht. Und nicht richtig aufgegeben. Enttäuschend. Also zum Wohl. Was zum Zuschauer hier angeht, es ist ein wahnsinnig gutes Essen. Leider haben wir kein Geruchsfernsehen und kein Geschmacksfernsehen, aber die Männer können verdammt gut kochen, das überrascht mich. Und sie haben das Gegenteil bewiesen. Mehr Informationen zu FFK gibt's gleich. Da steht er. Und die dürfen. Vorsicht, Mutter. Arm und die Hände weg. Geschmorte Pfirsich mit. Das ist ein. Limetten Mascarpone muss mit Basilikum Pfirsichen, weißen Pfirsichen direkt also aus Erpolsheim. Oi, Erpolsheimer Pfirsiche, das ist was Feines. Jawohl. So, wie friert die Boy-Backpashing? Guten Appetit. Guten Appetit. Jawohl. Alle Dinge mit Basilikum, das ist ein angenehmer Geruch, ein feiner Geruch. Also? Ja, zum Wohl, meine Freunde. Wollen wir es wieder gut sein? Mir fehlt aber Käse. Oh.
Oh, dann nehm ich meinen. Da steht es unten. Nehm noch bis. Dann nehm ich muss stimmen, 12 Gläser. Da steht dann zu viel. Bei jeder Fernsehaufnahme sagt einer immer, ich hab nichts. Gut, hat jeder. Letztes Mal war ich dran. Letztes Mal hat der. Sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl. Wollen wir mal wieder gut wollen. Viel Wohl. Also Peter, Kompliment. Das schmeckt mir gut. Sehr, nee, das schmeckt mir sehr gut. Hast du gerade probiert? Ich doch. Die hilft schon weg. Da bin ich schnell. Oder nicht? Wer hat probiert? Das schmeckt doch gut, oder? Sieht aber alles mit drin, oder? Ja. Aber jetzt kann man, ne, Freunde? Du machst schon wieder, du machst schon wieder Bio, der macht da immer so. Bist du still? Der macht bei allem aber so. Ja. Mir fällt mir aber die Hälfte wieder aus der Gusch. Ganz hart Basilikum mit Pfirsich. Schmeckt sehr gut. Und was ist für Mousse? Mascarpone Limetten. Also keine Zitrone, sondern Limetten. Die sind halt ein bisschen anders. Die grüne Limette. Ja. Ja. Bist du schon wieder fertig? Ja. Das ist ein Wahnsinn. Ja, ich bin an Dessert immer interessiert, wenn es gut ist. Und du bist ja so schade. Gell? Aber ich bin froh, es ist sehr gelungen. Aber ja, sehr gut. Das ist doch gut, ne? Ja. Es ist sehr apart, und zwar was ganz trocken. Extra trocken. So lange haben wir extra trocken, Weißburgunder. Passend hierzu, ich denke, dass diese Süße und diese Trockene, das harmonieren. Ja, ein kleines Geheimnis. Nein, das ist überhaupt kein Geheimnis. Das ist ein leichtes Zuckerkaramell mit einem 40-Likör abgelöscht, ein Spritzer Zitronensaft. Und dann das Ganze leicht durchgekocht und das war's. Sehr zum Wohl. Einer. Und der hat und mussten die Kriegsversicherungskarte per raus, pisst und Fax kriegen, weil sie es vergessen haben. Habe ich auch geholt, aber der sagt der Mann, das ist was hat sich später der nächste Tag viel drauf zugegeben. Locker machen. Ja, was willst du machen mit den Nudeln? Noch das ist schon Nudeln dazu. Da kann ich drei Nudeln dazu legen. Und 37 Spiele. Das sind die neun Nudeln, habe ich extra noch gesehen. Das ist der Zeit groß geworden, merkst du. Ich habe da locker gelegt bei deinen Nudeln, Marie. Hast du das nicht gesehen? Schöne Dauerwelle habe ich da drauf gelegt. Ah ja, also wir haben es aufgekommen getan, haben nichts nachher gehabt. Und du hast noch da im Wald rum. Ja. Du willst das, ne? So ist es. Und wir sind in der guten Zeit aufgewachsen. Richtig, ja. Und dann sind wir oben oder da haben wir Geld auf dem Garten. Aber machen wir das etwas, was ich war nicht? Das machen wir einmal. Machen wir einmal. Ist das genug Eischdengel von dem Zitronen-Timian? So, abgewinnen auf den Teller. Echt, ja? Ja, ja. Das ist Zitronen-Timian. Frisch aus dem Garten, das ist was ganz Besonderes. Das richten wir jetzt nachher und legen das auf den Teller an. Darf ich bitte? Oh mein Gott, in einer Ortschaft waren von Bergbauern, die sind auch Zugwege. Das sind Pilzer. Du, die Kurien. Ich habe schon gehabt, aber die Kurien gezeigt von Genua südlich. Das ist das Pilzer. Das ist ja, das ist Kurien. Und das haben wir da von der. In der Koch, ja, habe ich Koch. Und dann hat die mir eine Adresse in Frankenthal gegeben. Dann bin ich zu diesem Mann da hingefahren. Und interessanterweise war das ein Mann, der früher mal mit meinem Vater zusammengearbeitet hat. Das war unglaublich. Dann habe ich. Ja, so. Vorsichtig drauf machen. Das ist noch nicht ganz fertig. Vielleicht könnte man das so reden.
Ah, nein, aber die Schönste. Die Schönste. Ach, mit die Schönste kommen wir da hin. Ja. Ah, ja, dann sitze ich als Anstand. Ich hab's gesehen. Oh, da fehlt noch einer. Jo. Also, wir haben 1974 haben wir uns gefunden, eher anlässlich eines Kochclubs. Und dann sind wir zusammengeblieben und haben bis heute mit den fast gleicher Besetzung. Wir sind in der Regel immer 11 bis 12 Leute. Peter, kannst du noch kurz sagen, was das also ist? Ja, das kann ich dir sagen. Das Ganze ist ein angemachter Ziegenfrischkäse mit einer echten eingelegten Pfälzerfeige. Oh, eine Pfälzerfeige? Jawohl, eine Pfälzerfeige. Habe ich selbst geerntet. Habe sie eingelegt, etwas sehr abenteuerlich mit Rosmarin, Orangensaft und auch einen Knoblauchtee dabei. Wow. Jetzt probiert ihr mal das Ganze, ob es euch schmeckt. Wir haben ja heute Abend das Motto: August ist die Sinnesfreude der Kräuter. Bravo, das war ein Geschenk. Das hast du schön gesagt. Hat bis jetzt stimmt. Ja. Thymianzweig. Und zwar ein Zitronenthymian. Bitte. Wow. Bitte schön, passend dazu. Zu dem Ziegenkäse? Ja. Mit Basilikum wieder. Ich habe jetzt also diese Feige schon gelegt. Damit ich sie also gleich mal probieren kann. Wollen wir mal sehen? Gleich mit Knoblauchgeschmack. Mit Knoblauchgeschmack, ja. Da probiere ich auch mal. Knoblauch-Thymian habe ich auch. Mit einem Rührei. Peter hat das. Knoblauch-Thymian mit Rührei. Bitte? Haben die alle Rührei? Ja, auf die Frage FFK-Kochclub oder FFK-Männer-Kochclub heißt eigentlich fromme Fresser-Kochclub, weil wir in den vielen Jahren hier in der Kirche zugange sind und hat sich das so ergeben. Und unser früheres Kochclub-Mitglied, Pfarrer Mattes, ist auf diese Idee gekommen und wir haben dem begeistert zugestimmt und so haben wir es jetzt. FFK. Manche Leute sagen FKK Kochclub, aber. Nicht zu verwechseln. Nicht, aber. Nicht so gut, ist immer gut. FKK. So ist es. Was sagt Ihre Frau dazu? Wollen Sie auch zu Hause? Ja, verheiratet bin ich nicht. Ab und zu koche ich für Frauen, das ist klar. Und bis jetzt hat sich noch keine Frau beschwert wegen Kochen. Wenn dann gab es vielleicht andere Gründe. Ja, wenn du wegen dem Kochen, Sie kommen dazu leichter zu Frauen, also leichter zu Freundschaften des Kochen, durch die Kunst des Kochens? Nee, das eine hat mit dem anderen da überhaupt nichts zu tun. Ja. Nee, das spielt dann für sich keine Rolle. Das sind unterschiedliche Qualitäten, die wollen wir hier nicht bewerten. Was sagen Ihre Arbeitskollegen dazu, wenn sie erfahren, Sie kochen? Ja, das wird generell positiv aufgenommen. Sehr viele Männer kochen ja heute sowieso. Also das Bild hat sich allgemein etwas gewandelt. Früher haben ja ausschließlich Frauen gekocht. Oder ich sag mal ausschließlich privat haben Frauen gekocht. Und heute ist es ja so, dass meist die jungen Männer mehr und häufiger und auch besser kochen wie die jungen Frauen. Jawohl. Da können Sie mal den Nachbar fragen, der ist jung verheiratet, hat das zweite Kind gekriegt. Der kocht jetzt auch, ist ein Neuankömmling hier. Wir haben auch ein paar junge Mitköche und Interessenten. Können Sie mal fragen, wie er zu der Kocherei steht und zu Hause sich seine Frau und Kinder bedient. Vielleicht ist ihm das Kochen lieber wie noch ein Kind. Ja, wenn die Frage nicht kommt, erzähle ich einfach was. Ja gut, meine Frau freut sich immer drauf, wenn ich am Wochenende koche. Da hat sie ein bisschen Zeit auch für die Kinder. Es gibt was Gescheites zu essen. Sie behauptet nicht von sich, dass eine gute Köchin ist und wo wir nicht verheiratet waren, zusammen gewohnt hat. Sag ich mal, war das bestimmt ein Grund für die Wahl für mich. Und wie sind die Richternoten der Kinder? Die Kinder, die sind noch zu klein, um zu urteilen. Die Anna ist 2 Jahre und der Nils ist 3 Monate. Und sie leben alle noch. Überlebt haben sie. So wie jetzt Frauen zur Bundeswehr gehen, können auch Männer kommen. Sich an Herdplatte stellen. Richtig. In allen Disziplinen. Ich denke auch, dass da keine Privilegien gibt, oder? Heutzutage.
Also, Frauen dürfen ja auch jetzt in die Kampfgruppe. Natürlich müssen wir Dinge lernen. Ich kann zum Beispiel schlecht bügeln, aber das lerne ich vielleicht auch noch. Dafür kann ich besser kochen. Also wird sich das wohl oder übel ausgleichen, oder man muss halt sehen, dass man da jeder was macht. Der hätte zu gekriegt. Kochen ist für Sie wichtiger als Kochen ist für mich ein, deshalb ein wichtiger Punkt, weil wenn man zusammen mit jemand isst an einem Tisch und es schmeckt gut, das ist also ein Punkt, wo man sich näher kommt und ganz wichtig im Leben ist, wenn man mit jemand gegessen hat oder ab und zu mal, sagen wir mal, des Öfteren isst, wird es wohl nicht so sein, dass man mit dem, dass einem die, der oder die Person gleichgültig ist. Ich will jetzt nicht abheben auf die Geschichte mit dem Vermächtnis von Christus und Jesus, sondern es ist irgendwas dran, wenn man zusammen mit Leuten am Tisch gesessen hat und hat gegessen oder das mehrfach tut, dass man da ein anderes Verhältnis zueinander bekommt. Und deshalb ist das Essen und Trinken ein ganz wichtiger Angriff. Abgesehen von dem, dass die Pelzer gerne zusammen essen und trinken. Das ist richtig. Und auch ein bisschen locker sind in der Richtung. Klar, das ist eine der schönsten drei Dinge. Ja. Du hast ja auch sehr. Das sind die anderen zwei. Also wir haben Essen, Trinken und Freude am Leben. Essen und Trinken. Wir haben heute was gekocht, was der Herr Geiger, Peter Geiger, heute aufgelistet hat und vorbereitet hat, eingekauft hat. Das haben wir nach seinen Vorstellungen versucht zu kochen. Er hat uns die Anweisungen gegeben, also es ist sein Abend. Ja. Und er hat gesagt, was es heute gibt in allen Facetten. Und wir haben das also gekocht. Nachher bei der Manöverkritik werden wir sehen, ob er mit uns zufrieden war oder ob wir mit ihm zufrieden waren. Ja, so ist es, ja. Und vor allen Dingen hat alles bezahlt. Das ist auch noch wichtig. Ja, weil er Geburtstag hat. Du als Kassenmeister wirst wohl das jetzt mal vorweggenommen haben. Ganz genau. Aber wollen wir das mal so sehen, dass wir also im Grunde genommen erst einmal darüber noch reden. War es das? Was kann man verbessern? Was kann man weglassen? Also ich meine, ich kann schon vorweg sagen, ich denke, dass du auch vielleicht, gerade wenn wir uns unterhalten, dass dieser letzte Nachtisch da hier wirklich Überraschung war. Feigen mit Basilikum und Knoblauch und Ziegenkäse, das war jetzt mal was Tolles. Richtig gemacht, sag ich mal. Schmeckt jetzt. Aber es am Nachtisch wird alles rausgeschnitten. Ja. Also euer Mann hat schon inspiriert. Das war ja ein lustiger Beitrag, ne? Das war immer her. Ich meine euch als unsere Putzfrau verkaufen. Ja. Putzfrau ist auch schon da. Ist doch Nachtisch, das fängt sich doch gut an. Muss ich nicht sehen. Ich habe ja auch genug. Ja, ich habe mir gesagt, ich habe geputzt. Ja, wohl. Expertenmeinung. Der ist schon ein bisschen früher eingetroffen ist. Große Lappe. Und schon eine Nacht. Große nasse Lappen. Für deinen Vater oder was? Bei jedem, ja. bei jedem ist eigentlich eine Lappe. Ja, wir haben also einen Fahrdienst eingerichtet, damit nicht jeder heimfahren muss, wird jeder abgeholt. Ja. Wer holt mich ab? Also ich bin also sozusagen versorgt. Ah ja, ich komme extra aus Fulda daher. Wir haben keinen Lappen mehr, wir müssen laufen. Also für dieses Essen werde ich auch von Fulda hierher fahren. Oh. Oh. Liegt ja noch mehr wie die Bio, ja? Ja, natürlich, das Kochen.
zweites Geld bekommen. Und das Abwaschen erledigen wir ja nicht selbst. Morgen früh kommt also die Putzfrau, macht hier richtig Tabula Rasa. Wir spülen nur vor, dass der Dreck nicht so anhängt. Dabei, aber bisher nur als Lehrling. Und im November dieses Jahr versuche ich dann meine Prüfung zu bestehen. Also im November ist mein Kochabend und da versuche ich dann eigenverantwortlich den Abend zu gestalten und das ist so mit meiner Kochprüfung. Ja, das komplette Menü, mindestens 5 Gänge und auch die entsprechende Getränkeauswahl. Und dann hinterher erfolgt eine Bewertung und dann später die Aufnahme in den Kochblock. Und dass man eingeführt wird, dass man da reinkommt oder durch Bekannte, beziehungsweise dass man automatisch dann sagt, von wegen ich bin Mitglied, also ich möchte gern Mitglied werden, weil wir Kochkurse veranstalten. Und wer sich dann sozusagen bewährt, ja, der wird mit aufgenommen, zuerst mal als Mitkoch, bevor er überhaupt Kochbruder wird. Und das dauert eine Zeit, dann hat er sowieso nach so und so vielen Jahren mal die Aufgabe, selbst ein Menü zusammenzustellen, ja, und das von uns akzeptiert wird, ob alles klar ist, und dann kommt er sozusagen als Koch. Dass wir ihn dann sozusagen als Mitglied aufnehmen. Also, dass er kochen kann, und es kommt ja in der heutigen Zeit auch vor, kann man ihn kochen lernen? Man kann kochen lernen bei uns, ja. Wenn einer Interesse daran hat, kann er jederzeit bei uns das Kochen lernen. Es geht natürlich mal angefangen vom Gemüseputzen, Aufwaschen, Handarbeiten, Kleinigkeiten, sozusagen Sachen bringen, ja, als Beikoch, ja, dass man dem Kochbruder hilft, ja, bei der Arbeit. Bitte? Mein Name ist Kurt Mach. Buch Fink, wie der Vogel. Mein Name ist Peter Geiger. Geiger wie die Violine. Er wollte es ja. Manche haben in dieser nachher Zeit ein bisschen. Mein Name ist Reinhard Busching, ich bin seit 26 Jahren in diesem Kochclub tätig und habe es bis auf heute nicht bereut. Mein Name ist Peter Knapp und ich bin nur Mitkoch. Wenn Sie sich Mühe geben und Spaß und Liebe daran haben, schon, ja. Manöverkritik, besser gesagt Kochkritik. Aber ich bin hier nur beim Fahrdienst eingeteilt, ich habe das nicht zu beurteilen. Sagen wir haben profitiert. Ich weiß jetzt, wie man Leberwurst macht und auch. Guckte. Den hat er alles reingelassen. Aber nimm ihn auf. Den hat er rein. Schien ins Eck stellen. Da hat sich das vorgelegt. Wenn der bloß so gemacht hat, dann Und ich war oben gewesen, weil der Klavier war da. Und ich habe immer um die Uhrzeit vorne die Treppe geputzt und das Hoftor aufgehabt und gekehrt und so. Und dann der hat dann so gestanden. Ich habe erst mal so lange gesagt. Ja, der Kopf hat er schon gehabt. Jedenfalls muss er da üben. Wir haben uns nicht drum gekümmert. Ist eine halbe Karte. Die Männer vom FFK Kochclub haben bewiesen, dass sie kochen können. Hier nochmal die Eindrücke fürs Auge, noch viel besser für den Geschmack. Die Kochhobbyisten geben sich jede Menge und es entstehen kleine Wunderwerke, wie dieses beispielsweise. Ein Nachtisch. Das entsteht aus mühevoller Kleinarbeit. Ein schönes Hobby. Kochen. Auch Männer können kochen. Und Spaß macht es allen, das Kochen beim Männerkochclub.
Brot und Salz, das gibt es auch normalerweise bei guten Starts für eine gute Nachbarschaft. Das war mein heutiger Beitrag, ein Porträt zum Kochen, wenn Männer kochen. Männerkochclub in Neuhofen, FFK. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund, alles wird gut, Ihr Andreas P. Glamm. Wenn Sie...